So, und jetzt schauen wir mal die anderen Gänge hier. Also da sind schon mal zwei Zombies. Da sind drei, vier, oh, viele. Gut, versuchen wir erstmal die zwei da zu erwischen. Ohne die anderen vier anzulocken. Gucken, ob das überhaupt klappt. Stürmen wir einfach hier rein. Oh, es sind doch drei. Vier. Ah! Okay. Hoffen wir einfach, dass die anderen vier jetzt nicht auch noch kommen, weil acht Zombies auf einmal. Da kommen sie schon mal. Aber nur die vier von dem einen Raum. Besser gesagt, nur drei davon. Wo auch immer der vierte geblieben ist. Da probieren wir unseren Trick mit gegen die Wand drücken nochmal. Auch wenn wir die drei für erstmal in eine gute Position bringen müssen. So. Okay, Schäfchen. Ihr müsst da hinten an die Wand. Ups. Nee, das wird nichts bei so vielen. Müssen wir erstmal ein, zwei töten, dann können wir es wieder machen. Ach ja, jetzt ein Zweihänder haben. Oder jede Menge Lampenöl. Ja, ein Magier hätte es hier wahrscheinlich wesentlich einfacher. Er würde irgendwelche Feuersbrünste beschwören, dann verbrennen die einfach. Aber den Weg wollten wir nicht gehen. So ist das schon gut. Auch wenn es ein wenig zäh ist. Oh, den einen haben wir aber fast. Die hören sich alle an, als wenn sie ertrunken wären. Sie machen immer so eine Schluckgeräusche. Das ist ziemlich irritierend. Genau, du siehst fast tot aus. Also, ja. Halt ganz tot. Na, schöne Sache. So, und dich können wir da an die Säule gegenschlagen und richtig schön bearbeiten. Zack, 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 zack. Und kaputt. Jetzt nur noch du. Du bist auch schon ganz stark geschlagen. Schön, schön. Das heißt, wir können uns jetzt den einen vornehmen, der noch in dem Raum geblieben ist. Warum auch immer er da geblieben ist, während seine ertrunkenen Kameraden alle abgeschlachtet wurden. Und dann schauen wir uns mal die Truhen da an. Ja, genau du. Du Feigling. Oh. Kam nicht mehr dazu, sich zu wehren. Das ist doch schön. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Feuerpfeil, Pfeile, Erz- und Mana-Tränke. Dann haben wir hier auf dem Tisch noch ein paar Tränke, das ist immer gut. Auch wenn wir die Mana-Tränke jetzt nicht wirklich brauchen. So, und nochmal Feuerpfeil, nochmal Pfeile, nochmal Erz und diesmal Heiltränke. Na gut, also Heiltränke können wir nie genug haben. Das haben wir jetzt hier nur zu deutlich festgestellt. Gerade am Anfang haben wir all unser Fleisch gegessen und irgendwas ist hier komisch. Also eigentlich sollte es einem unterirdischen Höhlensystem nicht regnen. Aber wer weiß, was für dunkle Nekromantie hier am Werk ist. Oh, vielleicht sollten wir vorher noch einen Heiltrank trinken. Nur so für den Fall. Auch nur einen ganz kleinen. So. Vier Zombies. Die kommt doch alle auf einmal. Ja, war klar. Na gut, mit etwas Glück können wir gleich einen hier gegen die Wand drücken. Aber dann werden seine Kameraden uns gleich von der Seite anhauen. Das schauen wir mal. Ja, genau du. Dich meinte ich mit von der Seite anhauen. Ne, müssen wir auf die Altbewährte machen. Immer zuschlagen, zurück, zu. Oh, 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 oh. Zuschlagen ganz weit zurück. Ganz, ganz weit zurück. Und erstmal wieder Heiltränke trinken.
Oh, da kommen noch welche. Noch ein Stück zurück. Und dann einfach ganz schnell die Heiltränke trinken, bevor die uns erreichen können. So, eins und zwei und drei und ich höre ein Gluck Gluck. Da sind nur noch drei. Einer ist irgendwie oben geblieben. Ah, das Schwert hat echt eine gute Reichweite. Wenn wir ein bisschen flinker wären, könnten wir sie immer auf Distanz halten und zwischendurch mal guten Schlag landen, so wie jetzt gerade. Na komm, guter Treffer. Ja, ohne so einen kritischen Treffer machen wir fast gar keinen Schaden. Das ist... Also ja, definitiv einige Punkte investieren in Zweihandkampf, wenn wir eine schöne Waffe gefunden haben. Und dann unbedingt viel mehr in Stärke. So, du bist dran. Ah, und eigentlich noch 10 Punkte in Akrobatik. Aber, da müssen wir erstmal schauen, ob nicht vielleicht doch hier oben in der Burg der Hinweis ist und nicht in dem anderen, in der anderen Ruine. In der Truhe, wo ich reinkam. So. Und was ist hier in den Truhen? Bestimmt auch wieder ein Feuerpfeil, ein paar Pfeile, Erz und Tränke. Oh, die ist abgeschlossen. Die ist sogar sehr gut abgeschlossen. Hm, die kriegen wir gar nicht auf. Na gut. Links nicht, also rechts. Oh. Die hier will auch nicht. Was ist denn mit denen los? Also links, abgebrochen. Rechts, abgebrochen. Oh, wie viele Dietrich haben wir noch? 13. Na gut. Dann werden wir die wohl erstmal so zulassen müssen. Bevor uns dann noch die letzten Dietrich auch noch abbrechen. Das wäre also auch eine Sache, wo wir Punkte investieren könnten. Oh, nein, hier wollte ich nicht runter. Außer hier liegt irgendwo ein Schlüssel auf dem Boden. Aber das sieht nicht so aus. So, wir nehmen nochmal einen Heiltrank. Inzwischen sogar einen von den besseren. Und zücken unsere vorvorletzte Fackel. Nur um sicher zu gehen, dass er nicht noch irgendwo in Seitengang ist. Denn bisher hat er, also dieser schwebende Nekromant hier, nicht wirklich viel bewacht, außer noch mehr Untote und ein paar Heiltränke. Aber wer weiß, was in den beiden Truhen da drin ist. Gucken wir mal in den Raum, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Vielleicht einen Schalter oder dergleichen. Hier oben auf der Anhöhe ist auch nichts drauf, ne? Nö. Ja, vielleicht hätten wir doch ganz am Anfang von Fingers das Schlösser knacken lernen sollen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. So, also jetzt wieder raus aus diesem ganzen Gewölbe. Mal schauen, ob das auf dem Rückweg genauso einfach, in Anführungszeichen, ist wie auf dem Hinweg. Denn die Luft war doch schon arg knapp. So, also wir müssen da runter, dann geradeaus und dann gleich wieder hoch. Also, da lang. Und hoch, 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 hoch. Schneller hoch. Eigentlich müsste jetzt gleich Wasser kommen. Ah, schön. Ja, ist doch immer ein wenig beklemmend, wenn man so eingefercht ist da unten. So, wir haben jetzt... Irgendwo... Ah, da haben wir eine Ruine. Irgendwo ist hier noch die Burg. Was ist das denn da hinten? Und wir hatten noch diesen anderen Turm.
Also wir haben wirklich die Qual der Wahl, welche von den ganzen Gewölben wir jetzt als nächstes erforschen wollen. Aber eigentlich war ja unser Plan, zu der Burg zu gehen, die man vom alten Lager aus sehen konnte auf dem Berg. Das müsste eigentlich hier in der Richtung sein. Aber schauen wir mal. Schwimmen einfach an Land. Gehen dann hier die Böschung hoch. Und wenn wir uns richtig erinnern, ist das die Gegend, wo diese zwei hundeartigen Biester waren. Aber anscheinend. Ah doch, hier können wir hoch. Sind wir richtig? Nein, denn hier ist eine Höhle, das war drüben nicht. Aber schauen wir uns doch mal die Höhle an. Das letzte Mal, dass wir auf Entdeckungstour gegangen sind, hat sich's ja auch gelohnt, also da den Turm. Aber nehmen wir mal die vorletzte Fackel. Wir sollten echt demnächst Fackeln kaufen gehen. Nehmen wir die vorletzte Fackel und schauen uns hier mal um. Aber nix auf dem Boden. Na gut. Dann müssen wir jetzt mal versuchen, zurückzukommen an das Gebiet, wo die Orks unten waren, also diese Ork-Krieger, wo wir zwei rausgelockt haben. Das sieht doch gut aus. Was ist das da hinten? Nee, da wollten wir hoch, genau. Also war das doch die Stelle, wo diese hundeartigen Biester waren. Wir haben die Höhle nur übersehen. Okay. Also ja, hier wollen wir hoch. Das Gelände hatten wir von unten gesehen. Und dann müsste hier oben drauf eigentlich eine Burg sein. Wenn da nichts ist, können wir zu den Ruinen da hinten oder zu diesem riesigen Turm. Mal schauen, was uns hier noch entgegenkommt. Hoffentlich nicht allzu viele Ork-Krieger. Oder irgendwas noch Schlimmeres. Ork-Krieger. Nee, das ist kein Ork-Krieger, das ist nur ein Speer. Die sind ja doch schon relativ machbar. So, unsere Fackel nehmen wir erstmal wieder mit. Denn es wäre ärgerlich, wenn wir umdrehen müssten, nur weil wir kein Licht mehr haben. So, und hier ist auch schon die Burg. Oder zumindest ein Ausläufer davon. Wir sollten nur langsam ein wenig vorsichtiger rangehen. Nicht, dass wir gleich um die Ecke sprinten und mitten in eine Ork-Gruppe rein. Wo ist hier der Eingang? Machen wir mal einen größeren Bogen. Da ist eine Brücke. Oh. Wo kamst du her? Der kam jetzt unerwartet, aber er hat wohl die Brücke bewacht. Gut, da ist die Ruine, aber das scheint nicht allzu viel zu sein. Schauen wir mal kurz rein. Geht's hier irgendwo runter oder rein? Zwei größere Säulen, aber sonst. Vielleicht hier in dem Turm? Leer. Wir sollten ja auf einen Punkt, zu einem Punkt gehen, der möglichst hoch ist, um uns Übersicht zu verschaffen. Vielleicht auf einer der Säulen oder auf dem Turm da, aber da kommen wir nicht rauf. Da ist der versunkene Turm, wo wir gerade drin waren. Da hinten ist dieser andere Turm. Aber der ist nicht ganz so hoch wie der hier, wie die Ruine. Oh, geht's da irgendwo in eine Höhle rein? Ne, hier sind wir einfach nur lang gekommen. Na gut, speichern wir erstmal ab und dann schauen wir uns weiter um. LP 42.